Hallo und grüß euch beim Direkt. Wir sind heute hier in Kufstein beim Ibiza-Stammtisch mit dem Nationalratsabgeordneten Christian Hafmecker, der uns tiefe Einblicke gegeben hat in die Tiefen und Untiefen des ÖVP-Korruptionssumpfes. Und wir werden jetzt ein paar Stimmen einfangen für Teilnehmer und auch mit ihm ein Interview machen. Laura, wie hast du den Abend heute erlebt? Es war ein unglaublich spannender Abend, unglaublich erhellend, aber auch sehr, sehr erschreckend, was wir da heute alles erzählt bekommen haben über diesen tiefen, türkisen, schwarzen Staat. Das kriegt man so oft einmal nicht mit, aber wenn man das wirklich da von jemandem erzählt bekommt, der da hautnah bei dem Ibiza-Untersuchungsausschuss dabei war, dann merkt man erst, was da eigentlich alles vor sich geht, und das ist wirklich, wirklich erschütternd. Was hat die Heint bewogen, da herzukommen? Mal die Informationen, was richtig im Ministerium abläuft, und unsere Bundesregierung, eben, wie das alles weiterläuft und wo es da genau oder großteils alles läuft. Die ganzen Fälle, so wie sie momentan sind, ist es einfach ja nicht mehr zum Aushalten, sagen wir so. Man weiß überhaupt nichts, eine Korruption nach der anderen ist. Hört man und weiß überhaupt über nichts mehr Bescheid. Und jetzt wollte ich das einfach einmal wissen, was da Sache ist. Was hat dich, Heinz, bewogen, da herzukommen? Ja, ich bin an und für sich ein Teil von der Kufsteiner FPÖ. Und wie gesagt, ich schaue mir alle die Plenarsitzungen im Fernsehen wahnsinnig gern an. Und das ist für mich... Ja, die FPÖ ist treibende Kraft und auch für den Bürger da. Das ist mir wichtig. Und das sind, das ist die einzige Partei, die letztendlich auch grundsätzlich die ganze Systematik und auch die Sachen fürs Volk macht. Du hast ja als Stadtpartei oben in Kufstein diesen Abend heute initiiert. Was ist dein Resümee? Ich glaube, wir haben heute den ganzen Abend über sehr, sehr spannende Ausführungen über, wenn man so will, Zufälle in unserer Republik gehört, die im Prinzip auf keine Kurhaut mehr gehen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man diese Botschaft und diese Vorfälle, die in diesem türkisentiefen Staat schlussendlich passieren, auch breit in die Bevölkerung tragt. Und ich glaube, da ist der erste Schritt natürlich, dass man das unseren Mitgliedern präsentiert und entsprechend den Interessierten in unseren eigenen Reihen. Und ich glaube, das haben wir an diesem Abend sehr eindrucksvoll geschafft. Ich bin unserem Nationalrat Christian Hafnecker sehr, sehr dankbar für seine ungeschönte Darstellung. Ich glaube, er hat das sehr, sehr gut erledigt, und wir werden die Botschaft jetzt schlussendlich dann an den Stammtischen draußen in ganz Kufstein verbreiten, dass wirklich am Ende im letzten Eck der Republik bekannt ist, wie diese ÖVP in Österreich herrscht. Wir haben ja heute schon sehr viel gehört, was du im Untersuchungsausschuss schon alles erlebt hast. Du warst ja Fraktionsführer quasi im Ibiza-Untersuchungsausschuss. Wie hast du da die Mitarbeit von der ÖVP erlebt? Wie hat sich die da beteiligt daran? Naja, die Worte Mitarbeit und ÖVP in einem Satz zu verwenden, ist da irgendwie schon fast ein Fehler. Nein, die ÖVP war einfach die unkonstruktivste Kraft in dem ganzen Untersuchungsausschuss. Der Ausschussvorsitzende Sobotka hat seine Macht vollkommen dazu verwendet, um die Untersuchungen im Ausschuss maximal zu hintertreiben. Wir haben ständig damit rechnen müssen, dass er uns irgendwie das Wort abgedreht hat. Sie haben ständig irgendwie Gründe dazu gesucht, uns das Leben schwer zu machen. Und die ÖVP insgesamt, auch die Fraktion, nicht nur der Vorsitzende, hat sowieso immer komplett abgekoppelt von allen anderen operiert. Die haben teilweise Fragen gestellt, die wirklich abgesprochen waren mit den ÖVP-Auskunftspersonen, wo ich einfach der Meinung bin, das passt so nicht. Die haben einfach teilweise Befragungen behindert, haben sie verlängert. Also alles andere als konstruktiv war die ÖVP, im Gegenteil. Die hat beinahe Parteipolitik gemacht und hat nur gemauert. Und am Ende des Tages strecken wir es auch dafür gesorgt, dass der Untersuchungsausschuss fast verlächerlicht worden ist durch das Wirken der ÖVP. Das heißt, du rechnest jetzt auch nicht damit, dass das beim ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss anders werden wird? Nein, damit rechne ich überhaupt nicht. Wir haben ja alle noch die geistreichen Wortmeldungen vom Kollegen Hanger im Hinterkopf. Das war der Fraktionsführer von der ÖVP, der ständig mit eigenartigsten Meldungen aufgefallen ist. Nein, die ÖVP wird auch weiterhin mauern, wo es geht. Ich gehe davon aus, dass, nachdem ihnen jetzt die Grünen abhanden gekommen sind, die ÖVP trotzdem darauf schauen wird, den Untersuchungsgegenstand zu bekämpfen. Nachdem das aus dem Parlament heraus jetzt nicht mehr geht, werden es wahrscheinlich eher die eigenen Ministerien dafür heranziehen, dass die sozusagen Einsprüche machen gegen die Untersuchungsgegenstände und gegen die Aktenlieferungen. Also die werden uns natürlich wieder versuchen, das Leben so schwer wie möglich zu machen.
damit muss man rechnen, aber wir sind Kummer gewöhnt. Wir wissen mittlerweile, wie das funktioniert, wenn man den Verfassungsgerichtshof um Rechtsprechung anruft. Na, werden wir es halt beim nächsten Mal auch wieder machen. Ich glaube, damit können wir umgehen. Wie glaubst du, wird es politisch jetzt weitergehen in Richtung Neuwahlen? Naja, ich glaube, dass es momentan einen Grund dafür gibt, dass die Regierung noch weiter existiert. Das ist der, dass auf der einen Seite die Grünen hergehen und jetzt noch Dienstverträge unterschreiben ohne Ende, dass halt noch möglichst viele Grüne ins System bringen, Beamte produzieren am laufenden Bande. Das ist die Motivation der Grünen. Und auf der anderen Seite gibt es die Schwarzen oder Türkisen, die auch eine Interessenslage haben. Das ist die, sie brauchen jetzt möglichst viel Zeit, um Akten zu vernichten, Akten zu schreddern. Und ich glaube, die nutzen das jetzt auch. Wir haben sogar im ersten Bezirk kürzlich einen Stromausfall gehabt, weil wahrscheinlich gleichzeitig alle auf die Schreddermaschine eingeschalten haben. Nein, also die ÖVP möchte Zeit gewinnen, die möchten Akten vernichten, diese Ministerien sortieren und die Grünen möchten Jobs machen. Das ist der Grund, warum es die Regierung noch gibt. Insgesamt glaube ich nicht, dass diese Regierung noch länger als bis Sommer halten wird. Eher kürzer. Vielen Dank fürs Gespräch. Bitte gerne.